schon angezündet. Das wirft sein Schein und damit so fahren wir bei der Nacht und damit so fahren wir bei der Nacht ins Berg, Berg ein, ins Berg, Berg ein. Glück auf vom Schacht 2 Zeche Hugo. Ich finde Zeche Hugo, Schacht 2, ganz beeindruckend. Ich bin ein paar Mal selber da gewesen und ja, ich hoffe, dass ihr auch einfach vorbeischauen wollt. Glück auf. Ja, Glück auf. Ich bin bei Schacht 2 Zeche Hugo dabei, weil es mir wichtig ist, dass Bergbautradition auch Zukunft hat. Glück auf. Hallo. Mein Name ist Ilja Richter und ich bin sehr stolz, dass ich eines Tages die Zeche Hugo betreten durfte. Und nicht nur das, man hat mir alles gezeigt. Am Schluss hat man mir ein Tuch umgebunden, hat mir diese Leuchte hier überreicht und ich sei nun Ehrenkumpel. Und da ist es Ehrensache, dass ich jetzt diese Leuchte schwenke. Ich bin keine große Leuchte, aber die schwenke ich jetzt in aller Sympathie für die Zeche Hugo. Und ich hoffe, dass sich bald wieder die Türen öffnen und dass man diese unglaublichen Räume besichtigen kann. Ein Stück deutscher Arbeiterkultur. Also alles Gute und wie heißt es? Glück auf. Euer Ilja. Hallo und Glück auf. Zeche Hugo Schacht 2. Gibt so vieles zu sagen für mich. Meine Familie hat da gearbeitet. Ich bin dort groß geworden. Es ist meine Heimat. Hat mich geprägt und ernährt. Ja, ich bin froh, dass es erhalten wurde, dank Klaus und der Mannschaft. Heute gehöre ich auch dazu, helfe bei Veranstaltungen aus und freue mich auf ein Wiedersehen bei Veranstaltungen, die hoffentlich bald mal wieder möglich sind. Bleibt gesund. Los. So sah es da früher aus bei Schacht 2, Zeche Hugo. Heute ein komplett anderes Bild, aber da steckt so viel Kultur drin mittlerweile. Und auch so viel Geschichte und so viel Arbeit von den ganzen Kumpels, die sich darum gekümmert haben. Ich kenne das ja, ihr kennt das wahrscheinlich auch. Und wir alle zusammen und ich auch besonders können sagen, wir lieben Zeche Hugo Schacht 2. Ich wache auf Zeche Hugo Schacht 2 mit, weil wir in unserer Familie in vierter Generation unter Tage gearbeitet haben und weil ich es toll finde, mit echten Kumpels zu malochen und mit Luft zu schnuppern. Wir wohnen 130 Kilometer entfernt und lieben und vermissen unsere Heimat. Zeche Hugo Schacht 2 ist lebendige Industriekultur in Gelsenkirchen. Und ich möchte gerne als Teil eines tollen Teams dabei mithelfen, es zu erhalten und die Bergbautradition weiterleben zu lassen. Glück auf zum Schacht 2, Zeche Hugo. Ja, eine tolle Location dort. Und wenn ich meine Joggingrunden da drehe und dieses Bild sehe von diesem geilen Förderturm, ein Traum. Geil, dass ihr es erhaltet. Super Truppe seid ihr. Viel Spaß weiterhin. Ja, Glück auf von Schacht 2 Zeche Hugo. Ja, warum mache ich mit? Ich habe mein ganzes Berufsleben hier verbracht und ich denke mal, diese Anlage hier, speziell Hugo Schacht 2, darf nicht sterben und deswegen alle Unterstützung von mir und dementsprechend arbeiten wir hier auch und bauen alles wieder auf. Glück auf zusammen. Ja, Thomas Morris, das war so um 1500, der hat mal diesen Satz geprägt: Tradition ist, die Asche zu bewachen und die Glut, das Feuer weiterzugeben. Und genau das haben sich die Ehrenamtler von der Zeche Hugo Schacht 2 auf die Fahne geschrieben. Da gibt es ein kleines Museum, worum sie sich kümmern, die Schatzkammer. Wenn ihr mal in die Schatzkammer wollt, sprecht die Jungs an, da drüben, die Kumpels. Die Schatzkammer ist sicherlich ein Eldorado für Fußballfans, nicht nur von Schalke 04. Und gerade wir Schalker sind hier verpflichtet, diese Tradition zu unterstützen. Ohne den Bergbau gäbe es Schalke nicht. Und ja, da gibt es viele tolle Sachen, kulturelle Kleinkunstveranstaltungen dort. Da gibt es einen tollen Raum mit 199 Personen zugelassen. Und ja, guckt man in den Kalender zum Beispiel unter www.zeche-hugo.com. Da könnt ihr euch auch anmelden, wenn ihr mal vorbeikommen wollt und euch das mal angucken wollt. Also in diesem Sinne, die Ehrenamtler brauchen unsere Hilfe.
Das ist keine Frage und deswegen mache ich das gerne, das hier mal zu promoten. Und ja, kommt mal vorbei, guckt es euch an. Danke für eure Hilfe und ja, spätestens nach Corona sehen wir uns vielleicht dort. Glück auf! Ich mache auch mit Anschlag 2. Ja, ich finde Tscheche Hugo sehr, sehr, sehr gut. Also schau vorbei. Ich habe 37 Jahre hier auf dem Bergwerk Hugo gearbeitet und bin gerne hier zum Helfen, weil ich möchte, dass die Kohle nicht in Vergessenheit gerät. Denn ohne Bergbau wäre unser Land nicht so, wie es jetzt ist. Danke, Glück auf. Ein ganz herzliches Auf vom Bergwerk Ost aus Hamm, vom Obel. Ich grüße ganz herzlich nach Gelsenkirchen bzw. nach Buhr, weil Schacht Hugo ist total wichtig für uns in der ganzen Region. Als Kind des Ruhrgebiets weiß ich, wovon ich rede. Und als Künstler durfte ich bei euch schon des Öfteren auftreten. Als Fördervereinsmitglied bin ich gerne dabei und ich glaube, ohne das geht's nicht. Mach weiter so, ich drück die Daumen. Glück auf. Ich mach mit, weil ich gerne hier bin und einmal Kumpel, immer Kumpel. Und das wird so bleiben. Ich bin ein Pottkind. Ich bin hier geboren, ich bin hier aufgewachsen, mitten in Gelsenkirchen. Ich glaube, fast viel mehr Ruhrgebiet geht gar nicht. Duisburg ist, glaube ich, noch ein bisschen extremer. Aber ich hatte Gott sei Dank das tolle Erlebnis, dass ich schon dreimal unter Tage sein durfte und das überhaupt mal riechen, mal schmecken konnte und durfte. Und jeder, der im Ruhrgebiet wohnt, für den ist das eigentlich eine Pflichtaufgabe. Das geht heutzutage nicht mehr so gut. Und wenn man dann überlegt, was Klaus Herzmanatus da im Schacht 2 mit seinen Kumpels zusammengetragen hat, das ist der Wahnsinn. Weil man da einfach Bergbau erleben kann, mal das riechen kann. Allein wenn man die Räume da betritt, dann riecht man das, dann sieht man das, dann fühlt man das. Und dann weiß man erst, was Ruhrpott eigentlich bedeutet. Von daher ist es unfassbar toll, was da geleistet wird und was da zusammengehalten wird. Und ich kann nur jedem empfehlen, sich das auf jeden Fall mal anzutun und das zu erleben, um einfach auch sagen zu können, ich komme aus dem Pott und ich bin Ruhrpott. Ja, Glück auf vom Schacht 20, Hugo. Ich habe hier 20 Jahre malocht und bin dann weggezogen, aber ich habe durch meine Kumpels wieder die Richtung hier hingefunden und ich möchte den Schacht hier weiter mit meinen Kumpels erhalten. Ist zwar schwierig, aber ich kann euch sagen, kommt vorbei, guckt euch das an. Es gibt hier viele Veranstaltungen und wir sehen uns hoffentlich bald. Glück auf, Freunde. Zeche Hugo, Schacht 2, schaut mal vorbei. Da seht ihr noch Ruhrgebiet, wie es mal war und wie es jetzt ist. Ich war schon dort und würde mich freuen, euch dort mal zu sehen. Also, Glück auf, bis dann. Ich mache mit am Schacht 2, weil hier ein guter Elektriker gebraucht wird. Glück auf, Zeche Hugo muss erhalten werden, unterstützt das Projekt. Da steckt viel Tradition drin, noch viel mehr Arbeit und Herzblut. Von daher unterstützt Klaus und seine Männer seine Arbeit. Danke. Hallo und Glück auf. Ich bin kein Pottkind. Ich bin vor circa 3 Jahren mit meinem Mann wieder hier in seine alte Heimat gezogen. Er war ehemals Bergmann auf Zeche Hugo und war sofort Feuer und Flamme, als er hörte, dass ein Stück Zeitgeschichte, nämlich der Schacht 2 der Zeche Hugo, ehrenamtlich erhalten wird. Dadurch habe ich Kumpels und natürlich auch Kumpelinen kennengelernt. Und mittlerweile mache ich auch mit. Wir haben Veranstaltungen und Führungen, die wir hoffentlich auch bald wieder durchführen können. Und ich finde es toll, wenn unserem Publikum oder unseren Gästen ein Stück der Kultur und vor allen Dingen ein Stück der Tradition mit nach Hause gegeben wird. Bis bald. Hallo, Zeche Hugo und Schacht 2 kenne ich unter und über Tage. Und dass der Klaus das mit seiner Bande so erhält, finde ich einfach geil. Weiter so. Ich mache gerne am Schacht mit, weil ich hier als Betriebselektriker tätig war und immer wieder gerne herkomme. Danke. Schacht 2 Zeche Hugo und das kleine Museum ist ein Muss für alle, die sich für den Bergbau und die Geschichte der Kumpels interessieren. Besucht die Location und unterstützt die tollen Menschen, die es dort am Laufen halten. Glück auf! Im Schatten dieser Zeche bin ich aufgewachsen und war als Kind schon immer begeistert von den riesigen Rauchwolken. Die ehemalige Zeche Hugo als Arbeitgeber meines Vaters war auch ständig Gesprächsthema bei uns zu Hause und gehört einfach zur Geschichte von Gelsenkirchen. Deshalb finde ich es großartig, dass sich eine Gruppe von ehemaligen Bergmännern gefunden hat, um dieses Relikt aus vergangenen Zeiten zu erhalten. Daher unterstütze ich den Trägerverein bei den Veranstaltungen.
und jeder Besucher trägt zum Erhalt der Schachtanlage bei. Nur so kann der Förderturm auch weiterhin abends leuchten. Denn eins sollte man niemals vergessen, die Kohle hat Deutschland reich gemacht. Glück auf! Hallo lieber Klaus, viele Grüße von der Zeche Hugo. Ich weiß natürlich, was für eine tolle Arbeit du auch in der Vergangenheit schon gemacht hast und halte durch. Ich wünsche dir natürlich für die Zukunft alles, alles Gute und viele Besuche in den nächsten Jahren. Dein Manuel. Glück auf. Warum ich bei Schach 2 Zeche Hugo mitmache? Ja, ganz habe ich eigentlich mal Opa zu verdanken. Richard Malocha-Typ, auf verschiedenen Zechen gewesen, zuletzt auf der Hydro-Grube Hansa Lokale. Wenn wir aber Oma und Opa gepinnt haben, hat er mal vom Schacht erzählt, vom Ruhrgebiet, von Kohle. Das hat so weit vorgeprägt, da dachte ich, da musst du irgendwas unterstützen und deshalb bin ich da. Und dieser coole Typ in der Mitte ist mein Opa. Glück auf. Zeche Hugo Schacht 2. Ich hatte das Vergnügen, dort einige Veranstaltungen zu haben. Und jedes Mal, wenn ich dort vorfahre und den Förderturm sehe, werden meine eigenen alten Erinnerungen wach. Ich durfte ja selber eine Ausbildung auf der Zeche genießen und möchte dies auch nicht missen. Hat sicherlich auch entscheidend meinen Charakter geprägt. Von daher ist es immer wieder für mich ein Vergnügen, dort zu sein. Besucht die Zeche Hugo Schacht 2 und habt viel Spaß. Es ist nach wie vor sehenswert. Glück auf! Glück auf! Ich mache hier mit an Schacht Hugo, weil ich war selber lange genug in der Grube und man muss einfach das Andenken bewahren und das macht einfach nur Riesenspaß. Ich möchte heute der Zeche Hugo in Gelsenkirchen ganz liebe Grüße schicken. Ich hatte vor einigen Jahren die Ehre, dort eingeladen zu sein im Zuge einer Veranstaltung mit Kinderlachen. Die Zeche Hugo ist eine Institution im Ruhrgebiet und wird mit so viel Liebe und Herzblut betrieben. Der Erhalt und Fortbestand sind unwahrscheinlich wichtig, da die Historie der Bergleute zur Kultur im Ruhrgebiet gehört und mit so viel Stolz und schwerer Arbeit in Verbindung steht. Liebe Zeche Hugo, ich hoffe, eure Pforten dürfen bald wieder öffnen und dass dann auch die Veranstaltungen und die vielen Künstler zu euch zurückkehren dürfen. Glück auf! Von einem FC Köln-Fan. Wir teilen ja ein bisschen das Leid in der Bundesliga diese Saison. Nein, ich habe nicht im Bergbau gearbeitet. Warum ich trotzdem hier mitmache? Weil hier meine Heimat ist. Schon seit meiner Kindheit haben mich die Fördertürme im Ruhrgebiet fasziniert. Leider gibt es immer weniger davon. Deshalb bin ich froh, dass ich zum Erhalt von Hugo Schacht 2 beitragen kann, damit auch künftige Generationen sehen, wie das Ruhrgebiet groß geworden ist. Glück auf! Glück auf, liebe Freunde! Ich liebe Zeche Hugo Schacht 2, weil ich selbst aus Gelsenkirchen komme und ich bin da groß geworden. Gelsenkirchen ist meine Heimat, obwohl ich Italiener bin. Bin im Ruhrgebiet groß geworden, im Schatten der Fördertürme. Insofern stehe ich auf Zeche Hugo und das ist, für mich ist der Förderturm meine Identifikationsfigur. Insofern, mein Herz schlägt für Zeche Hugo Schacht 2 und würde mich freuen, wenn ich das nächste Mal ein Konzert da gebe, dass ihr vorbeikommt. Glück auf! Ja, ich, Michael, ich nie auf Hugo gearbeitet, bin auch kein Bergmann, aber ich habe im Laufe meiner Dienstzeit mal ein halbes Jahr unter Tage im Betriebnehmer gemacht, auf General Blumenthal. Aber was hat das jetzt mit Zeche Hugo zu tun? Klar, ich habe hier mal einen viel zu früh verstorbenen Elektromann kennengelernt. Das war der Lothar Fährmann. Und der hat gesagt, hör mal, komm doch mal mit nach Hugo. Die haben da elektrische Sorgen und die haben so viel Arbeit. Da würdest du also eigentlich reinpassen. Ja, dann bin ich hier hin. Ach, wie heißt das? Angefahren bin ich hier, ne? Angefahren. Ja, und ich habe also gesehen, hier ist wirklich allerhand zu tun. Und das ist der letzte verbliebene Schacht hier im Raum Buhr, Schachtanlage. Und da muss man sehen, dass das auch erhalten bleibt. Überall werden die Dinger abgeschnitten und werden kaputt gemacht. Aber hier authentisch und schön gesammelt. Abgesehen davon arbeite ich jetzt hier in Hugo, bin also ein Hugoaner. Also Glück auf, Kumpel Michael. Glück auf. Gelsenkirchen ist bekanntlich eine großartige, eine fantastische Stadt voller großartiger Geschichten und mit einer großartigen Geschichte. Und
einer der großartigsten Orte in dieser großartigen Stadt ist für mich zumindest Schacht 2 Zeche Hugo ein identitätsstiftender Ort, der voller Geschichte und voller Geschichten steckt und der vor allen Dingen von einem herausragenden Team von Ehrenamtlern mit sehr viel Herzblut weiterentwickelt wird, der mit Kopf, Herz und Hand getragen wird von Menschen, die Bergbaugeschichte leben, die Gelsenkirchen leben, die Schalke leben. Ich liebe es, diesen Ort im Rahmen meiner Mythos-Tour mit meinen Gästen zu besuchen. Und ich kann, glaube ich, behaupten mit Fug und Recht, dass alle meine Gäste gerne vor Ort sind, sich die Schatzkammer anschauen, den Schacht anschauen, natürlich auch auf die Halde gehen. Und die allermeisten, glaube ich, sehr, sehr gerne auch wiederkommen. Und dementsprechend drücke ich euch, liebes Schacht 2 Zeche Hugo Team, die Daumen, dass der Wahnsinn jetzt alsbald vorbei ist. Und mir persönlich wünsche ich natürlich, dass ich sehr schnell wieder auch mit meinen Gruppen, mit meinen Besuchergruppen zu euch kommen darf. Ich vermisse es, ich vermisse euch. Daumen hoch für eure Arbeit. Also ich bin hier beim Hugo Schacht 2 mit dabei, weil meine gesamte Familie, die Arbeitskollegen von meinen Eltern, Opas, Onkels und sonstiges alle auf dem Pütt waren und ich finde, da muss man einfach unterstützen. Danke. Um Geschichte zu spüren und zu erfahren, wie es früher war, braucht man oft ein Museum. Und im Ruhrgebiet gibt es ein Museum über den Bergbau und das ist Schacht 2 Zeche Hugo. Ich war schon ein paar Mal da und für mich war es eine sehr beeindruckende Erfahrung, um zu spüren, wie die Bergbaugeschichte früher war. Dabei gibt es auch einen schönen Kammer, der voll steht mit Schalke Paraphernalia, also Attributen, Trikots von der ganzen Schalke-Geschichte aus und ist natürlich auch wichtig, weil Schalke und Bergbau miteinander verbunden sind. Ich würde jeder anraten, mal auf die Seite zu gehen, die Website, ich glaube www.zechehugo.com. Ich glaube noch mit einem Minusstreifen dazwischen, schau mal rein und buch mal einen Besuch und ihr werdet überrascht sein, wie schön es da ist. Tschüss! Glück auf! Ja, Glück auf zusammen! Auch ich stamme aus einer Bergarbeiterfamilie. Ich kann mich noch gut an die Zechenwohnung meiner Großeltern, an die große Kohlekiste im Keller und an das Kohledeputat erinnern. Und um solche Kindheitserinnerungen wieder aufleben zu lassen bzw. auch zu erhalten, dafür arbeiten wir am Schacht 2 bei der Zeche Hugo im Ehrenamt mit. Es sind einfach schöne Zeiten gewesen und die sollen auch für die Nachwelt noch erhalten bleiben. Genau, über 150 Jahre Geschichte Bergbau. Das sind Traditionen, die man erhalten muss. Dafür stehen wir und dafür sind wir am Schacht 2 und versuchen dort mit unserer Arbeitskraft die Geschichte der Zeche aufrechtzuerhalten. Glück auf! Hallo ihr Lieben, wir sind Janette und Frank von Wadokio aus Düsseldorf. An dieser Stelle ganz liebe Grüße in meine alte Heimat. Ich liebe Buhr und ich liebe vor allen Dingen auch die Zeche und ich liebe vor allen Dingen die Menschen, die die Zeche dort betreiben. Das ist für uns immer ein totales Highlight gewesen in den letzten Jahren. Ja, also auch von mir die feinsten Grüße zur Zeche rüber, auch wenn ich keine Heimatverbundenheit in dem Sinne habe. Dennoch ist es so, durch die vielen Konzerte, die wir da gegeben haben, ist es so ein Stück Heimat geworden, weil wir haben uns einfach total wohlgefühlt da. Es ist eine so schöne Atmosphäre, es ist eine so schöne Stimmung und es war letztendlich, müssen wir sagen, aus unserer künstlerischen Sicht schon immer ein richtiges Heimspiel. Also wir freuen uns mega drauf, wieder da zu sein. Ja, genau. Sobald es wieder losgeht, wird der Schacht wieder, da werden die Wände wackeln. Und wir freuen uns auf jeden Fall total, wieder da zu sein. Haltet also durch, haltet die Ohren steif, lasst es euch gut gehen und bis ganz bald. Yep. Hallo und Glück auf. Warum bin ich am Schacht 2 Zeche Hugo dabei? Ganz einfach, weil ich sag mal, das Erhalten und Pflegen der restlichen Anlagen, der Schachtanlage,
Ja, mit diesem tollen Team, ja, mit dieser tollen Kameradschaft macht einfach nur Spaß. Ja, und auch wenn ich aktuell beruflich anderweitig eingespannt bin, aber sobald es mir möglich ist, werde ich auch wieder persönlich am Samstag oder auch zwischendurch, wenn machbar, ehrenamtlich dort tätig sein. Glück auf! Hallo, ich bin Olli Hilbring, ich bin Cartoonist und ich bin Kind des Ruhrgebiets und Enkelkind des Bergbau. Mein Opa Alfred, der war Bergmann bis zu dem Zeitpunkt, als eine Schlagwetterexplosion ihn leider in Rente geschickt hat. Und mein Opa Kalli, der war Leiter der Berufsschule der Bergleute in Herne. Ihr merkt, ich bin familiär ein bisschen vorbelastet, was das Thema Zeche und Bergbau angeht, aber wer ist halt nicht im Ruhrgebiet? Und warum erzähle ich euch das? Weil ich glaube, nachdem ja die letzte Zeche im Ruhrgebiet nun auch geschlossen hat, dass wir weiterhin die Orte brauchen, wo wir uns erinnern, an die Zechenkultur und aber auch an das Miteinander der Kumpel. Ja, und so ein Miteinander, das erlebt ihr in Gelsenkirchen. Zeche Hugo, Schacht 2, da haben mehrere Kumpel zusammen einen Verein gegründet und dieser Zeche neues Leben eingehaucht. Ja, es gibt ein Museum, es gibt eine Schatzkammer mit einer unglaublichen Fußballtrikotsammlung und es gibt eine Veranstaltungshalle. Und da bin ich selber schon zweimal aufgetreten und die Leute haben gejubelt, weil das da so toll ist. So, und wenn wir uns mal wieder ganz unbeschwert für einen Ausflug aufs Fahrrad schwingen können und diese Pandemie vorbei ist, dann fahrt doch bitte mal in Gelsenkirchen vorbei. Zeche Hugo, Schacht 2, lecker Bierchen gibt es auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Glück auf, euer Olli. Glück auf vom Schacht 2 der Zeche Hugo. Wir machen hier mit, damit wir das Erbe der Bergleute weitertragen. Glück auf! Ich habe mir gerade zwei Grußvideos angeschaut von meinen Schalker Freunden Ebbe Sand und Manni Breukmann und die haben Schacht 2 Zeche Hugo in Gelsenkirchen ganz lieb gegrüßt und Glück auf gesagt. Ja, das möchte ich natürlich auch tun, denn mein Vater war Bergmann. Ich weiß ein bisschen etwas von der Kultur der Bergleute. Und selbstverständlich war ich auch schon mal auf Schacht 2 Zeche Hugo. Da habe ich nämlich zusammen mit meiner Kollegin Esther Sedlacek damals eine wunderbare Sendung gemacht. Mein Stadion. Habe mir alles genauestens angeschaut, mir alles genauestens erklären lassen. Und diese Zeche ist nicht einfach nur ein Erinnerungsstück, ein totes Erinnerungsstück, sondern etwas, was der Klaus und seine Freunde da mit viel Liebe zu einem Kulturzentrum ausgebaut haben. Und das hat mich schwer beeindruckt und ich hoffe, dass ihr gut durch die Pandemiezeit kommt. Es geht mir persönlich ja auch nicht so ganz toll, weil ich ja auch keine Lesung machen kann. Und deswegen hoffe ich, dass ihr bald wieder an den Start dürft und ganz uneigennützig hoffe ich das natürlich auch. Und vielleicht darf ich dann auch mal bei euch auftreten irgendwie nachmittags für die Kinder, weil ich ganz viel für Kinder gemacht habe und vielleicht auch mit Wolfgang Bosbach zusammen, mit dem ich ein Buch geschrieben habe, das heißt 52, ein Jahrgang, zwei Leben. Und da geht es auch sehr viel um den Bergbau. In diesem Sinne, lieber Klaus, liebe Freunde von Schacht 2, Zeche Hugo in Gelsenkirchen, wir halten durch, wir schaffen das. Denn wir sind, egal was passiert, auch in der zweiten Liga, Schalke. Ja, Glück auf, Schacht 2, Zeche Hugo. Ich bin der Maddox und ich bin jeden Samstag hier. Hier kann ich toll spielen und kann mich hier austoben auf dem riesengroßen Gelände. Schön, dass es das gibt. Der Helm passt mir immer noch. Ich hatte eine sehr schöne Zeit auf der Zeche Hugo Konsolidation und habe Freunde fürs Leben gefunden. Der Klaus ist einer davon. Unterstützt ihn und sein Zechenmuseum. Spendet, werdet Mitglied. Glück auf. Glück auf. Ich bin die Sabine und ich habe quasi in die Zeche Hugo eingeheiratet, weil der Klaus nämlich mein Liebster ist. Und ich komme aus einer Region, in der sehr viel, was Tradition anbelangt, kultiviert wird, nämlich aus Bayern. Und insofern kommt mir das sehr nahe, dass man auch die Wurzeln der Menschen in der Region bewahrt. Und deshalb fiel es mir gar nicht schwer, erstens den Klaus zu heiraten und zweitens damit auch die Zeche Hugo zu heiraten. Und ich bin gerne dabei und ich arbeite
oft eher im Hintergrund. Ich mache sehr viel in Sachen Werbung und Plakate und Beschilderung. All das, was auf diesem Weg sichtbar ist. Glück auf! Ich kann mich noch sehr gut an meinen ersten Besuch in der Zeche Hugo am Schacht 2 erinnern im Jahr 2005, meiner ersten Schalker Amtszeit. Wir sind damals mit der gesamten Mannschaft hingefahren, in voller Montur auch unter Tage gewesen und konnten uns dabei erstmal so richtig vorstellen, unter welch unglaublich schwierigen Bedingungen Menschen dort ihren Lebensunterhalt verdient haben über viele Jahrzehnte hinweg. Das hat, glaube ich, auch der Mannschaft nochmal einen richtigen Schub gegeben in dieser Saison, in dieser erfolgreichen Saison. Ich bin damals auch zum ersten Mal Klaus Herzmanatus begegnet, der, wie ich ja jetzt erst gelesen habe, der letzte Betriebsratsvorsitzende des Bergwerks Hugo war. Und ich finde es einfach bewundernswert, mit welcher Energie, mit welchem Engagement, mit wie viel Herzblut er und seine Familie sich um den Erhalt und Fortbestand der Zeche Hugo und vor allem auch des Museums bemüht. Ich habe ihn immer wieder gerne unterstützt, werde das auch weiterhin tun. Und ich möchte einfach alle, denen die Zeche Hugo und auch Schalke am Herzen liegt, auffordern, ihn dabei zu unterstützen, egal ob ideell oder finanziell. Von meiner Seite aus auch nochmal ganz herzliche Grüße an alle Schalker-Fans in dieser schwierigen Zeit. Glück auf, glaubt weiterhin an eure Mannschaft und ich drücke für die restlichen Spiele ganz fest die Daumen. Zeche Hugo, Schacht 2. Schaut mal vorbei, ist gut. Glück auf, euer Uwe. Auf Schacht 2 Zeche Hugo mit, denn es ist ein wichtiger Bestandteil unserer Heimat. Glück auf. Schacht 2 Hugo, Schacht 2, ist cool. Glück auf zusammen. Auch wir unterstützen Zeche Hugo Schacht 2, weil ich auch in 50 Jahren noch meinen Kindern oder hoffentlich dann auch irgendwann mal meinen Enkelkindern mal zeigen möchte, was diese Fördertür Nummer 1 für uns heute und dann hoffentlich auch in 50 Jahren noch bedeuten. Glück auf! Glück auf! Ja, hi! Wir sind Lady Mel und Ron Black von Celtic Voyager und wir möchten heute einen Gruß aus dem Ruhrgebiet, nämlich aus unserem Proberaum, ins Ruhrgebiet, nämlich zur Zeche Hugo schicken. Ja, hallo. Wir als Musikgruppe hatten ein paar Mal die Ehre, eingeladen worden zu sein, um auf der wirklich sehr stilvoll und schön gemachten Bühne im ehemaligen Maschinenhaus der Zeche, direkt neben der toll erhaltenen Fördermaschine, einen irischen Abend mit dem Publikum zu feiern. Hier wird Industrie mit Kultur vereint. Wir müssen überhaupt dem gesamten Komplex der Zeche Hugo Schacht 2 einfach sagen, das, was hier ehrenamtlich in Eigenleistung der ehemaligen Bergleute der Zeche erhalten und restauriert wurde, ist zu einem Denkmal der Bergbaugeschichte geworden. Ja, natürlich. Wir empfehlen jedem, der das Flair einmal miterleben möchte, dem dortigen kleinen Museum einen Besuch abzustatten, entweder allein oder mit der Familie. Lohnt sich auf jeden Fall. Ja, also ich bin auch Kind des Ruhrgebiets. Mein Opa, oder wie man bei uns sagen würde, mein Opa, war auch Bergmann. Und ich wohne heute immer noch in der Zechensiedlung, in der damals meine Großeltern schon gewohnt haben. Und direkt am Eingang unserer Siedlung steht auch immer noch ein Förderrad als Denkmal. Und so ist für mich auch einfach der Bergbau und die Zechen bei uns in der Umgebung einfach immer ein Teil des Lebens gewesen und so des Alltags. Und ich muss sagen, immer wenn man irgendwo eine Zeche sieht oder wenn man auf einem Zechengelände mal sein darf, dann gibt das immer so ein Heimatgefühl. Und ich fühle mich dem echt irgendwie verbunden. Und ich würde mich mega freuen, wenn das bald bei euch wieder möglich ist, dass wir in der Zeche Hugo wieder spielen dürfen und da die Bühne stürmen dürfen. Und da wir natürlich musikalisch unterwegs sind, haben wir euch auch einen musikalischen Gruß mitgebracht, nämlich ein kurzes Stück von einem Lied, das man vielleicht kennt. Yeah.
Tschüss von uns. Mein Name ist Thomas Bergmann. Ich war Bergmann im Untertagebereich auf der Zeche Hugo als Ortsfrau beschäftigt. Ich war Bergmann mit Leib und Seele. Wir unterstützen den Trägerverein und den Gründer Klaus Herzmann-Hartus mit seiner super tollen Mannschaft aus dem Grunde, weil wir ein Stück Geschichte der Stadt Gelsenkirchen aufrecht erhalten wollen. In diesem Sinne wünsche ich viel Gesundheit, viel Erfolg mit dem Trägervereinen, viele Spender und ein herzliches Glück auf. Dankeschön. Guck mal hier. Ich grüße mit einem herzlichen Glück auf meiner Kölner Wohnung und ihr seht, dass ich hier so ein paar Erinnerungsstücke an die Bergarbeitervergangenheit meiner Heimatstadt Kamp-Lintfort und auch meiner Familie aufgebaut habe, weil mir das total wichtig ist, dass nicht in Vergessenheit gerät, trotz des Strukturwandels, woher wir kommen, worauf wir stehen. Und genau das macht ja auch Klaus Herzmann-Hartus mit seinen tollen Kollegen und Kumpeln auf Schacht Hugo. Den durfte ich vor ein paar Jahren kennenlernen mit Lisa Ortges. Da gab es eine Sendung, die hieß Lost in NRW und wir waren auf der Suche nach dem verlorenen Bergbau. Und was wir gefunden haben, das war ein kleines Museum und eine Schachtanlage, die vor dem Verfall gerettet wird durch ganz viel Engagement, durch ganz viel Herzblut, durch unheimlich viel Kumpeltun, so wie wir das im Ruhrgebiet so lieben und auch brauchen. Und ich kann nur wünschen, dass nach dieser Corona-Pandemie, die uns alle in ihre Grenzen zwingt, ihr weiter tolle Veranstaltungen macht, das Museum weiter gepflegt wird, dass wir uns hoffentlich irgendwann gesund wiedersehen. Vielleicht kommt ihr auch mal nach Kamp-Lintfort. Wir haben auch einen tollen Lehrstollen dort, damit eben auch diese Kultur nicht in Vergessenheit gerät. Ihr macht eine super tolle Arbeit. Ich denke immer, immer wieder gerne an die tolle Drehzeit zurück. Und ich bin ganz, ganz froh, dass es Menschen gibt, die das erhalten, was uns geprägt hat, nämlich den Bergbau. In diesem Sinne, Glück auf! Und bleibt gesund. Ich helfe gerne den Kumpels von Schacht 2 Zeche Hugo, damit die vielen tollen Bergbaumaschinen, die dort stehen, der Nachwelt erhalten bleiben. Hallo und Glück auf aus dem Secondhand Musicland in Herne. Wir, die Los Gerlachos, sind Ruhrpott-Kindern durch und durch. Mit diesem kleinen Statement möchten wir, die Los Gerlachos, um den Erhalt der Zeche Hugo Schacht 2 in Gelsenkirchen aufmerksam machen. Ich habe selbst auf dieser Schachtanlage gelernt und mit Leidenschaft gearbeitet. Seid mit uns ein Teil der Bergbau- und Industriekultur hier bei uns im Ruhrgebiet. Spendet und werdet Fördermitglied. Weitere Infos findet ihr unter www.zeche-hugo.com. Glück auf, die Los Gerlachos! Ich bin mit am Schacht 2 Zeche Hugo, weil ich es für unglaublich wichtig halte, dass unsere Geschichte und Tradition am Leben bleiben muss, unter dem Motto nicht die Asche bewahren, sondern das Feuer weitergeben. Und umso schöner ist es festzustellen, dass hier sich so eine tolle Truppe zusammengefunden hat, die dafür alles gibt, um den Förderturm und die Fördermaschinenhalle zu erhalten. Und ja, und vor allen Dingen auch sich gegenseitig zu unterstützen. Unglaublich wichtig und das ist Kameradschaft, die wir nun mal jahrelang im Bergbau gelebt haben. Ein herzliches Glück. Glück auf, Glück auf. Der Steiger kommt. Hat sein helles Licht bei der Nacht und er hat sein helles Licht bei der Nacht schon angezündet, schon angezündet, schon angezündet. Sein Schein und damit so fahren wir bei der Nacht und damit so fahren wir bei der Nacht ins Berg, Berg ein, ins Berg, Berg ein. Silber und das Gold bei der Nacht.
Lieder graben das Silber und das Gold bei der Nacht aus Fels. Geh daheim aus Fels, Gestein. Wir Bergleute sagen Glück auf der Steigerkreuz, brave wir tragen das Leder vor den Arsch bei der Nacht, denn wir tragen das Leder vor den Arsch bei der Nacht und saufen Schnaps, und saufen Schnaps, und saufen Schnaps. Now.